Let's Heads, willkommen zurück bei Minecraft Feed the Beast mit ja, Mernox, Tuana und Patton. Patton sieht man ja natürlich wieder mal nicht. War ja klar, ja, dass er sich verkriegt. Und ich gehe jetzt endlich mal Stein suchen, ey. Mir reicht das. Ich klopfe jetzt Steine mit Knochen. Hallo Tuana. Na, wie geht's dir, Hübsche? Na, Hübsche auch. Hast du schöne Raugen? Ey, mach meine Braut nicht an, ist das klar? Ey, was willst du? Willst du Nachbarstreit? Ich muss doch RTL anrufen. Musst du Hartz IV, weißt du, musst du Hartz IV TV gucken. Nee, Jungs, schreitet bitte nicht wegen mir. Es gefällt dir doch, gib's doch zu. Ja, klar. Wenn sich zwei Männer um eine Frau streiten, dann lacht sie sich ein, ey. Meine Körpermaßen kennst du ja schon, ne? Ey, wo kann ich denn am besten schon mal schlafen? Bei mir. Kannst du am besten mal bei mir? Wenn du mal eine Fackel hättest, dann wäre das schon gut. Ja, leider habe ich doch keine Kohle gefunden. Kannst du aber Holz dafür nehmen. Alter, ich kann meinen Baum... Hier ist so dunkel. Mernox, geh weg. Ich hab Angst. Boah. Er baut sich zu, Alter. Und ich... Ah, jetzt habe ich mein Bett gebaut. So, können wir schlafen? Nee, ich habe kein Bett. Tuana, nein. Das war so klar, ey. Ich komm von. Sie hat noch kein Bett, ey. Das war ja so klar. Ja, auch nicht. Hallo? Beachtet ihr mich? Es war doch erst die Rede von, wir suchen uns Wolle und machen uns erstmal Betten. Hab ich getan. Ja, ich bin tausendmal gestorben, bis wir endlich mal einen Platz gefunden haben. Ich hatte jedes Mal eine Wolle. Dann müssen wir jetzt die Nacht durcharbeiten und morgen früh dann losgehen. Quatsch. Hier. Wer hat hier eigentlich schon Feuer gelegt? Keiner. Das sind die Blitze, die das machen. Die cool, grünen Dinger eigentlich Lichtdinger oder? Ja, ja, das sind Lichtdinger, aber lass die. Nee. Nee, die nicht. So. Habt ihr irgendwie welche Themen zum Reden? Was in der Welt passiert? Genau! Herr Mernox. Ja. Erzähl mal was von deinem schönen Kinobesuch. Nee, ich will euch nicht die Vorfreude von dem ganzen Film nehmen. Er ist auf jeden Fall gut. Ja, auf jeden Fall. Du warst Hobbit, ne? Jo. Er verrät euch nichts. Nee. Nee. Er bleibt stumm. Bei einige Ungereimheiten finde ich, aber gut. Ja. Also ist das jetzt mit neuen Darstellern oder ist das wieder der gleiche Darsteller wie bei von Herr der Ringe? Gandalf ist dabei. Ich meine jetzt so hier Dings weiß schon Frodo und so. Frodo ist kurz zur Zeit zu sehen, aber es geht halt darum, dass sein Onkel oder was da ist, der Ältere, der ist dann im halt in jungen Jahren zu sehen. Den geht's halt um seine Abenteuer und so. Also nicht um die Abenteuer von Frodo, sondern um die Abenteuer von seinem Vater oder was? Genau, aber der Ring ist natürlich auch dabei. Coole Sache. Der darf natürlich nicht fehlen. So, ich hoffe, du hast schon einen Ofen oder so. Hast du schon einen Ofen? Ja, hab ich. Cool. Weil ich gebe dir jetzt nämlich mal hier Holz zum Holzkohle machen. Sollst du Holzkohle machen? Ja. Ja, wozu? Oh. Du kannst unverarbeitetes Holz, nee, das reicht schon. Ja, ist ja. Holzkohle machen. Wir haben Licht. Und, ja, also, eine geile Frage ist ja auch noch so, was war dieses Jahr eurer Lieblingsfilm eigentlich so? Das Jahr ist ja fast vorbei. In ja, jetzt welches Jahr? Also von welchem Datum gehen wir jetzt aus? Vom 31.12. oder vom 21.12.? Nein, aber was ist denn eures? 31.
Ja, 31. Okay. Also welchen Lieblingsfilm habt ihr schon so dieses, also welchen, welcher Man Lieblingsfilm? kann doch ehrlich gesagt gar nicht mehr ins Kino gehen, die Preise sind doch sowas von übel. Ja, das verstehe ich, aber ich meine jetzt so, welche Filme habt ihr euch dieses Jahr angeguckt? Welche sind eure Der Hobbit. Lieblingsfilme? War nur in Der der Hobbit. Hobbit drin. Also, nein, ich meine jetzt so von den Filmen, die du dieses Jahr auch schon gesehen hast. Ja, wir gehen ja nicht nur von Oh, Kinobesuchen oh, oh, aus. Batman. Batman The Dark Rises war auch gut. Ja, den hab, also Dark Rises oder meinst du jetzt den Dark Knight, also den ganz alten, den ganz neuen Nee, Film? Ja. den ganz neuen. Ganz neuen, ja, der war eigentlich auch ganz cool. Wayne, ich sterbe gleich, du musst mich gleich zurückporten. Ich habe Ja, nämlich nichts ja. mehr zu essen. Mit Vorankündigung hier. Ja, ich habe aber all meine Sachen in die Truhe Ey, gepackt. ich muss Ey. sterben. Ich muss sterben gehen, weine Say nicht um mich. goodbye to your dreams. Oh. Das hat jetzt irgendwie gepasst, ey. Say goodbye. Oder Ach, blub. machen wir mal die ganzen Base Ah! Points aus. Hier kriege ich eigentlich mal wieder mein Bett, oder wie sieht das aus? Ja, baust dir ab. Glaubst du denn? So. Ah, ich Tuana, was will war dein Lieblingsfilm dieses Jahr? Das dauert zu lange weiter. Nicht wundern, warum Toana jetzt gerade Genau. schweigt, aber ein Creeper ist hinter ihr. Hier. Und tschüss. Hier, ich Die sag nur, versucht hat, die Tuana ist ganze Zeit raus. zu töten. Nee, dann Patton, was war dieses Jahr dein Lieblingsfilm? Bei mir auf jeden Fall 10.000 BC. Falls Der ihr den lief doch erst kennt. gestern im Fernsehen, ne? Ja, genau. Also ich habe mir diesen, also ich habe mir noch gar nicht angeguckt. Also ich denke mal, also ich weiß nicht, also ich habe mir zwar vom Trailer angeguckt, aber ich weiß jetzt nicht so grob, worum es Ich fand ging. den eigentlich richtig cool. Also du kannst mir ja sagen, oder erzähl mal ein bisschen, worum es ging halt, also. Weil ich weiß es Also, jetzt nicht. machen wir jetzt hier ein Let's Play oder eine Kino-Vorschau Das oder sind Themen. Zusammenfassung? Also, ja, ganz kurz zusammengefasst, da geht es halt um einen von einem Stamm, der wird gefangen genommen, dann versklavt und er sieht halt, wie es denen da geht und sozusagen was wie Mose in der Richtung. Okay. Aber ein bisschen krasser und ein bisschen brutaler. Ganz kurz Also gesagt eigentlich. mein Lieblingsfilm dieses Jahr war wirklich, oder wolltest du noch was sagen? Also du kannst auch Nö. noch einen anderen Film sagen. Also mein Lieblingsfilm war dieses Jahr auf jeden Fall, war das eigentlich dieses Jahr? Genau, Check. Project X, also das war der hammergeilste Shit-Film überhaupt. Also ich bin ja so nicht der, also ich gucke zwar auch Actionfilme, Habt ihr schon aber. gewusst, Train hat eine Gastrolle bei Schreck gehabt? Er ist der Esel. Das war ja klar. Nee, und. Oh Mann, musst du jetzt alles verraten? Ah, ich bin eigentlich die Scheiße. vierte Karte. Nee, und jedenfalls, Project X war mein Lieblingsfilm dieses Jahr, weil, ich weiß nicht, es war einfach zu geil. Also es geht darum, dass halt einer seinen 18. oder seinen 21. oder seinen 18. Geburtstag feiert und seine Freunde machen auf einmal eine übelst Big Party draus und er wollte halt bloß im kleinen Kreis feiern und am Ende war das ganze Viertel, wo er da gewohnt hat, in dem feinen Viertel, war total niedergebrannt, niedergefeiert und selbst die Polizei konnte das nicht machen. Das war ri richtig, richtig lustig, geile Musik und hast du nicht gesehen, also auf jeden Fall richtig geil anzugucken. Also ihr müsst euch die mal richtig reinziehen. Also gibt's richtig viel zu lachen. Bitte. Ja. Ach so, ich muss porten. Ja. Ich war kurz davor, mir mein eigenes Bett zu bauen, und da wurde ich davor in die Luft gejagt. Also muss ich jetzt alle beide porten, ja? Warum? Ich bin zu Hause, mich brauchst nicht porten. Ihr könnt euch home setzen, ne? Ja. Da war ich zu voll für bis jetzt. Dann wie? Erstmal mein Zeug wiederholen. Wieso kann ich kein Home setzen, Alter? Also Set Home, Alter. Ich vergesse immer das Set. Lol. So, das muss man ja zusammenschreiben. So. Mache ich auch gleich mal einen Spawnpunkt. Jo, der ist auch gesetzt. So, jetzt ist hell. Und ja. Geiles Thema. Filme dieses Jahr. Klasse Sache. Also so geht das auch, ne, Triple, es wird nicht nur über Minecraft geredet oder man, Tatuana. Also ein Together ist halt wirklich so, da man sucht sich halt Themen raus und
redet darüber. Wie wäre es mit der deutschen Politik? Das ist ein Thema, da können wir uns gerne, könnten wir drei Jahre unter uns. Ja, deutsche Politik, das ist so eine Sache, also genauso wie Politik, allgemeine Politik. Also ich finde halt zurzeit, was in Ägypten abgeht, ist ja auch richtig krass, ne? Also ich weiß nicht, was ist das? Diktatur, was er da macht, oder will er das komplett alleine für sich haben, alles? Also das ist ja schon Diktatur. Also Tiktaktur. 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 Oder was mit Syrien? Syrien, Türkei glaube ich auch. Also das Coole ist, was ich gestern in den Nachrichten geguckt habe, war ja, also wir Deutschen geben den Türken, also der Türkei im Prinzip, sie kriegen von uns Abwehrsystem für Syrien. Also, nee, ja, gegen, ne? Syrien. Gegen Syrien. Also ich finde das ja schon ziemlich krass. Also ich denke mal, der nächste Krieg wird dann Türkei anfechten, weil sie dann halt die deutschen Waffen haben. Dann denken sie sich, oh, wir haben deutsche Waffen. Also so denke ich halt, aber... Oder wie denkt ihr drüber nach? Über die ganze Sache? Also wir Deutschen geben ja nur... Also wir genau, schreibt's in die Kommentare. Genau, das ist ja YouTube-Video hier. Also ich find's einfach schrecklich, dass wir Deutschen ständig geben, geben, geben und am Ende selbst eins auf die Mütze bekommen. Siehe Griechenland. Ja, was macht die EU, wenn wir pleite sind? Ja, gar nichts. 100 Pro, wir gehen zugrunde, Alter. Das ist ja der Sinn der Sache, denke ich mal, dass wir zugrunde gehen sollen. Kann sein, dass der Lobby leicht laggy ist? Ja, wie gesagt, es läuft über meinen PC, dann kann nur mal passieren, dass es laggt. Willst du machen, sie geht wieder auf? Was? Geht doch. Bist doch draußen. Weiß ja nicht, was du für Problemchen hattest. Sie geht nicht zu, sie geht immer wieder auf. Ruhe, das ist ein Bug. Also ich habe keine Probleme. Disconnect mal und komm gleich wieder. Jo. So. Naja, da ist schon wieder die nächste Folge. Warum? Ey, Viertelstunden gehen ja richtig schnell rum, oder? Wir haben. Ja. Viertelstunde? 10, 15. Ja. Stimmt. Die ist schon wieder rum, Leute. Mann. Und wir sind immer noch beim Häuselbauen hier. Vor allen Dingen Tuana, die hat gerade mal. Grundmauern. Nicht mal ihre erste Wand fertig. Also, haut rein. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.